Es ist Januar 2022 und willkommen zu diesem neuen Shotcento Video. Und damit es nicht nur langweilige Bastel-Schlacht-Videos gibt von Shotcento, zeige ich euch eine kleine Überraschung, die ich mir bereits im August 2021 gegönnt habe, nämlich Shotcento 2.0. Dieser ist ein wenig weiter verrostet, also weniger verrostet, aber nicht wirklich im besseren Zustand wie der eigentliche Shotcento. Man muss ja seiner Linie treu bleiben. Genieß einfach die Abgase, die unterm Auto rauskommen. Ja, ist ziemlich wunderschön. Im Rahmen gewisser Umweltfreundlichkeit hat den Kopfdichtungsschaden und läuft hauptsächlich auf 2 bis 3 Zylindern. Dieser ist zwar leicht zu reparieren, aber das bringt ja nichts, da wahrscheinlich der Kopf krumm und schief ist. Hinten hat er 2 Platten, der Endtopf ist verrostet und er hat seltsame zeitgenössische Deko. Einmal so komisches Paintbrush oder wie das Zeug heißt. Und dann eine schwarze Motorhaube, damit das sportlicher ist. Und der linke Scheinwerfer ist kaputt. Der Lack ist ziemlich am Arsch. Und der Wagen hat zigtausend Dellen und wahrscheinlich... Ah ja, und das Gelb sieht an jeder Stelle irgendwie anders aus. Also perfekt, das was ich haben wollte. So, hier ein Blick auf das Endrohr, was fehlt. Eine Verkleidung ist ein bisschen raus, aber sonst keine Löcher. Es ist ein Aufkleber von Monster Energy. Das Dach ist auch krumm und schief und voller Dellen. Ich weiß nicht, was man damit gemacht hat. Vielleicht hat sich auch einer draufgesetzt. Hinten sieht er eigentlich am besten aus, finde ich. Auf der Seite gibt es auch ein zeitgenössisches Paintbrush. Und einen weiteren Monster-Aufkleber plus eine völlig verdellte Tür. Irgendwer hat hier auch sehr professionell die Schlösser gewechselt, sodass die Tür auf jeden Fall sehr schlecht aufgeht und hier einem die Dichtung direkt entgegenkommt. Also das ist mega super geil gemacht. Ich glaube, die ist gar nicht drin, aber ist mir jetzt vollkommen wurscht. Also so wie der aussieht, hat er auf jeden Fall einen Frontunfall. Das ist schon mal gut. Ich mag Autos mit Unfallschäden. Spaltmaße stimmt von vorne bis hinten nicht. Motorhaube hat auch so eigenartige Sachen hier drauf, keine Ahnung. Schauen wir mal der neuen Maschine ein wenig unter die Motorhaube. Also es ist so wie bei dem anderen der 1,1 Liter Motor drin. Mit dem Unterschied, dass dieser eigentlich die Laufleistung gut überstanden hat, bis auf die typischen Mängel wie eine völlig suppene Ventildeckeldichtung. Also man sieht an der Menge des Öls, was hier schon rumfliegt, dass der Ölverschluss nicht mehr richtig hält und der auch irgendwie ziemlich hart ist. Deswegen sich auch nicht über bei den Temperaturen, die gerade herrschen, sich so ziemlich gar nicht mehr öffnen lässt. Ah! Außer mit Gewalt. Jetzt habe ich den. Also das ist das, was da drunter ist. Und das ist das, wie es da drin aussieht. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Dann haben wir hier drin nur noch rostige Suppe. Das ist auch noch kein gutes Zeichen. Sprich, ich glaube, der Motor, der hat es so ziemlich hinter sich. Und mich höchstwahrscheinlich nicht zum Nordkap bringen wird. Auch nicht besonders weiter wie hier durch die Berge und dann hat er sein zeitliches gesegnet. Das heißt, wage ich mal das Experiment und verbaue hier den Shotcento Motor und guck mal, wie gut die Kiste damit läuft oder wie lange. Das wird dann richtig lustig. Ansonsten möglicherweise hat der Wagen einen leichten Auffahrunfall gehabt.
Das finde ich raus, wenn ich hier diese Stoßstange abgemacht habe. Und bemerke aber, dass die Schrauben von den Dreckverkleidungen aus den Radkästen hier verwendet worden sind, weil die eigentlichen Schrauben hier abgebrochen sind. Daher ist es auch uncool. Eine weitere Besonderheit ist, wir haben hier nur noch ein Lüftungsgitter. Das heißt, es ist schon wie beim Seicento, weil es ein recht spätes Modell ist. So, im Gegensatz zu meiner Kiste ist der Dom hier heiler. Und hier sieht es auch noch ziemlich gut aus. Auf der anderen Seite ähnliches Bild. Aber ich würde vielleicht meine Aussage revidieren, wenn ich einmal das ganze Ding hier zerlegt habe, dann weiß ich Bescheid, wie es eigentlich aussieht. Weil bei denen da drüben sah es ja oberflächlich auch alles ganz safe aus. Aber es ist im Prinzip eine Vollkatastrophe. Daher mal schauen, wie das so wird. Also das zum Motorraum vom neuen Schrottcento. Also der hat ziemlich viele Spuren von Rumgegurke und ist an sich völlig erledigt. Allein dadurch, dass der Motor kurz vor Motortotalschaden steht und meistens nur auf 3 Zylindern läuft. So, kommen wir mal zum Inneren. Also wir haben Schimmel, das ist schon mal super. Und wir haben einen Schaltknauf, der super schwer geht. Die kann man nur reinprügeln. Dann habe ich hier noch meine alte Kühlflüssigkeit mitgebracht. Denn der verliert oder verbrennt Kühlflüssigkeit. Dann gab es hier so High-End-Sicherheitsgurte. Keine Ahnung, ich kann den Scheiß nicht gebrauchen. Vielleicht jemand von euch. Ja, innen drin ist noch mehr Schimmel. Wir haben einen Sitz aus dem Cinquecento 09 nach dem Baujahr 95 mit einer defekten Lehne. Dieser Sitz funktioniert aber ganz gut und hat gut erhaltene Schienen. Das ist auch schon mal was wert. So, innen drin ist eine Spinnwebe, weil der Wagen hier ewig steht, und eine dicke Spinne lebt hier auch drin. Was ich euch zeigen wollte, ist der Kilometerstand. 222.591 Kilometer. Und ein Lenkrad, was schimmelt und durchgescheuert ist, so dass auf jeden Fall das Leder hier perfekt unten aussieht, aber oben komplett aufgerissen ist. Bei mir ist es einfach brüchig. Und wir haben einen recht gut erhaltenen Innenraum tatsächlich, der sauber ist. Aschenbecher, Radio war dabei, die Standardschalter und Knöpfe, recht saubere Teppiche bis auf den Schimmel und ein Schaltknauf, der mega schwer geht, der aber wahrscheinlich hier irgendwie defekt oder verdreckt ist. Ja, das sieht perfekt aus. Also das ist das Ergebnis dessen, warum das nicht gehen kann. Eine Mittelkonsole ist auch noch vorhanden. Auf der Fahrerseite auch Fensterpappe, alles gut. Problem sind eher die Türen. Also hier runter geht's. Hoch auch. Also ich hatte Probleme. Genau. Dass das Ding hier ein bisschen kaputt ist. Deswegen muss ich mir überlegen, was ich hier mit dem Fensteranheber machen werde. Ansonsten von der Ausstattung ist das Ding identisch zu meinem roten Cinquecento. Es hat faktisch gesehen keinerlei zusätzliche Ausstattung. So, hinten ist die ganze Rücksitzbank verschimmelt. Das kommt noch vom Winter. Aber der Dachhimmel ist okay. Rücksitzbank fliegt so wie gesagt raus. Und wir haben hinten eine Hutablage, die komplett unverbastelt ist. Die hat nicht mal Lautsprecher drin. Also eine durchaus Sache mit sehr hohem Seltenheitscharakter. Keine Sorge, der Wagen ist mindestens genauso scheiße wie der andere. Also es wird weiter lustig. Ich kann euch auch zeigen, warum. Also vom Rost her ist er vielleicht nicht so wie der Schrottcento, aber auch nicht ohne. Wobei ich muss sagen, mein Roter ist auch nicht ohne. Also, ob ein Cinquecento was taugt, ist ganz einfach. Guckt hier hin. Ich habe da schon mal ein Loch gemacht. Auf der anderen Seite sieht es besser aus. Also die Seite ist okay.
die Seite, würde ich sagen, ist scheiße. Und im Kofferraum haben wir ein ähnliches Bild, das kann ich euch zeigen. Ich kann natürlich nicht sagen, solange der Teppich hier drin ist. Ein weiterer wichtiger Punkt bei jedem Cinquecento ist diese Stelle hier. Die ist noch im Rahmen des Erträglichen. Auf der anderen Seite sieht es nicht mehr so rosig aus. Da hat sich die braune Pest kräftig ausgebreitet. Hier könnte ich noch den Träger reinschauen, wie der aussieht. Aber diese Seite ist hier erheblich schlechter. Also Rücksitzbank und so weiter, das muss alles raus. Dann muss hier ein bisschen schweres Gerät aufgenommen werden. Sonst Heckklappe, Kanten nahezu neuwertig. Auch hier erkenne ich von der Hinterachse wenig. Also hier ist das Rostloch. Das ist die definitiv schlechtere Seite. Also hier wird es auf jeden Fall was zu tun geben. Das sieht man auch direkt im Kofferraum. Benzinpumpe ist ein bisschen laut. Ich habe ihn nur laufen, weil er überbrückt werden musste und ich die Garage ein bisschen aufräumen wollte. Mal sehen, ob der gleich ausfällt. Und ich habe die Heizung laufen lassen, damit er von innen drin ein bisschen trocknet. Ansonsten die Felgen, die hier drauf sind, sehen komplett Schrott aus. Ich glaube, die kann man nicht mal richtig auswuchten, weil ich nicht immer weiß, wie der Rost hier letztendlich sich dann auf die Felge auswirkt. Und das Profil dieser Reifen lässt auch einiges zum Wünschen übrig. Die vorderen sind besser wie die hinteren. Die hinteren sind platt. Ein flüchtiger Blick unter den Wagen, der zeigt Folgendes. Also es gibt jede Menge Spuren von Salz und jeden Winter, der den Wagen irgendwie überlebt hat. Auf der anderen Seite ist es nichts, was man irgendwie nicht in den Griff kriegen könnte, denke ich. Da die Abschlepphalterung ist auch noch vorhanden, das ist schon mal ein Riesenluxus. Dann schauen wir uns mal die Unterseiten der Türen mal an. Dann ich würde sagen, für Cinquecento-Verhältnis ist es ganz okay. Vor allem bei einem Auto, was mir nicht lieber gekriegt hat, was mich hier auch nervt, hat hier einfach Schlösser aus einem Neuner reingebaut. Und diese Tür geht extrem schlecht auf. Und irgendwer hat da schon beim Einbau oder Umbau ziemlich viel Abenteuerlust investiert. Aber welch ein Wunder. Der Wagen hat überall Dellen und sonstiges. Okay, die ist nahezu neuwertig. Okay, jetzt habe ich Licht. Also der Stoßdämpfer, der ölt, der ist Schrott. Die Federn sehen halb so wie es gut aus. Hier die Hinterbremse. Hier der Träger ist noch vorhanden. Und die Achse sieht in dem Effekt fast besser aus wie man bei einem derzeitigen Cinquecento. Das ist total krank. Diesen Teil des Autos kann ich leider gar nicht begutachten, weil da ist jede Menge Dreck und hier so eine Plastikverkleidung. Das müsste ich mal abbauen. Aber Schweller ist noch vorhanden und Radlauf ist zwar zerdellt, aber auch noch vorhanden. Das ist der defekte Auspuff. Das da ist die Halterung. Das sieht schon mal alles sehr gut aus, finde ich. Hier der Schweller, der sieht nicht gut aus. Hier noch ein bisschen die Hinterachse und der rostige Auspuff. Ich glaube, den brauche ich als Ganzes neu. Schweller innen drin von der Seite. Alles kein Ding, sieht safe aus.
Baustellen sind woanders. Insgesamt kann man sagen, dass der Wagen auf jeden Fall im besseren Zustand ist wie der Schrottentor, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten wird man es rausfinden. Aber es ist nicht ohne, es gibt etliche Roststellen, die zu beheben sind. Und der Gesamtzustand ist verbraucht und eher schlecht. So kann ich mir natürlich extrem viele Pläne machen. Was kommt, das kommt, das wird man sehen. Auto steht erstmal hier sicher und es ist viel bequemer, wahrscheinlich in so einer schönen Garage zu basteln, als draußen auf dem Platz. Und wie sich das hier mit dieser schönen Garage weiterentwickelt, das wird wohl dann über das Schicksal des Schrottentors gehen. Genau, also in dem Sinne, genießt hier den Sonnenuntergang. Eine weitere Folge Schrottentor, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.